letzte Zeit war ich doch etwas leise gewesen. Ich hoffe es nicht. Weil mein Mikrofon hangt etwas schief. Und mal wieder Frame-Einbrüche. Das weiß ich gerade gar nicht. Aber zufrieden kann ich sagen, es gab noch keine Abstürze bei mir. Und eigentlich hätte ich das nicht sagen sollen, da man ja eigentlich durch sowas erst recht so Probleme bekommt. Aber egal. Es geht und darüber bin ich glücklich und es verhindert einfach. Es hilft mir bei meinem Let's Play, dass ich es weitermachen kann. Ich glaube, das ist jetzt gut genug. Jedenfalls erstmal diese Schiffe jetzt zerstören, das wird noch eine Zeit dauern. Und als letztes dann einmal die Festung. Ja, Belagerungsschiff, das ist richtig. So. Noch ein paar Schiffe hier hinten, sind zwei. Was ist das? Ich glaube, das ist ein Schiff darüber. Ah. Die haben doch nicht etwa. Nö. Komisch. Hm. Komisch. Egal. Das Belagerungsschiff. Wir werden angegriffen! Wunderbar. Es ist fertig. So. Ich glaube, somit ist das Schicksal der Elben in den grauen Antworten besiegelt. Hoffe ich doch stark. Das hast du bei den anderen, also alles gleich. Das gefällt mir gerade überhaupt nicht. Aber das dafür umso mehr. Was brauche ich neue Schiffe? Ach, habe ich noch zwei stehen? Okay, den Chance nicht zu stören, dass die Festung bombardiert wird. Soll mir recht sein. Zumindest ein Schuss und das Ding müsste tot sein. Kaputt! Geht doch. Möge alle Welt die Dunkelheit fürchten. Haben sich in die Hügel zurückgezogen. Nun begleichen die Orks mit den Halblingen im nahen Auenland eine alte Rechnung. Thank you.
Boah. So ist es haben wir halt das Auenland, wie man sieht. Wir speichern schon unter Let's Play wie üblich, wie letztes Mal. Speichern. Okay. Das Hauptmenü und damit verabschiede ich mich für dieses Let's Play. Und ich hoffe, euch hat's gefallen. Und natürlich sehen wir uns wieder, wenn es wieder heißt, Let's Play der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde 2. Schönen Tag noch und auf Wiedersehen.